Also noch 20 Minuten, bis der ganze Spaß hier losgeht. Ihr seht, die Nerven. Was geht, Leute? Welcome back zum neuen Vlog. Wir sind auf dem Weg nach Hamburg für eine Pop-Up. Wir brauchen noch 5 Stunden. Always keep it pushing, guys. Never stop grinding out here. Okay. Ein juicy vegan Burger. Vielleicht sagst du schon, was der Plan ist. Das ist krass, ja. Boah, ich expose dich. Bruder, ich expose dich. Ja. Schön, dass ihr alle da seid, Alter. Ich freue mich. Cheerio! Alright, 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 Leute. Ich glaube, bevor das Video jetzt komplett losgeht, muss ich, glaube ich, nochmal von vorne anfangen, um euch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, ein bisschen einen tieferen Einblick zu bieten, was es heißt, ein Pop-Up zu machen. Weil wir jetzt seit langem erstmal wieder ein Pop-Up gemacht haben und vor allem das erste Mal überhaupt in Hamburg. Und welche Schwierigkeiten wir zu bewältigen hatten. Ob wir den Pop-Up überhaupt erfolgreich über die Bühne gebracht haben, ob sich das Ganze gelohnt hat, was wir gemacht haben und ob überhaupt Menschen kamen. Deswegen starten wir jetzt in das Video rein. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir sicher in Hamburg angekommen sind. Wir haben es nach einer 8-stündigen Fahrt geschafft. Sicher hier im Numa Hotel sind wir, glaube ich, Numa de Fore Hotel anzukommen. Wir haben eine ganz chillige Bude hier. Hatten aber jetzt nicht wirklich viel Zeit, uns irgendwie auszuruhen, hinzulegen und erstmal anzukommen. Sondern wir hatten direkt ein Appointment bei einem Getränkemarkt namens Bierspezi. Auf jeden Fall auch verrückter Name für so einen Markt. Dort war nämlich die erste Aufgabe, die Sponsorware von Fritz Kohle abzuholen. So, wir holen ab Fritz Kohle. Fritz Kohle Super Zero, Mischmasch, Apfelschorle, Rhabarber und Ingwer Limette. Das ist der Abschein. Jetzt wird eingeladen. Auf jeden Fall ganz witzig, weil es auch der erste Kontakt mit ein paar Hamburgern war. Du arbeitest nicht hier, oder? Ja. Und zwar finde ich nicht Bio-Rhabarber. Rhabarber ist auch im Moment nicht möglich. Ging auch zur Zeit gar nicht rein. Nachdem das alles erledigt war, haben wir den ganzen Bums auch schon eingeladen und sind zur Location gefahren. Das war das erste Mal, dass wir auch überhaupt die Location in Real Life gesehen haben. Wir hatten davor irgendwie jetzt kein großes Bild, zumindest ich nicht, von der Location. Deswegen habe ich mich erstmal rangetastet und ausgecheckt, wie der ganze Bums von innen ausschaut. Da haben wir uns auch schon mal überlegt, wie die ganze Location aussehen soll. Ne? Also wo kommt was hin, wer ist wo, welcher Artist, welcher Spot, wo wollen wir unseren Laden wie präsentieren. Und am Ende fand ich schon, dass der Laden, so wie wir ihn dann hergerichtet haben, bevor es losging, eigentlich ganz geil ausschaut. Also mit vorne unseren Klamotten, wir hatten dann unsere Kasse eigentlich direkt auch an der Wand direkt hinten. Dann ging es über so in den Artist-Bereich mit Umkleiden, Tattoo hier, Tuchstem da. Trotz dessen, dass es nur ein Pop-Up war provisorisch, fand ich doch, dass wir einen ganz geilen Vibe eigentlich in diesen kleinen Raum da gebracht haben. Das Besondere bei diesem Pop-Up war auch, dass wir mittwochs angefangen haben und nicht Donnerstag oder Freitag, wie wir es sonst immer machen. Und keine 2 Tage, sondern 6 Tage insgesamt. Wir mussten fett Promo machen, mussten fett TikToks drehen, Flyer verteilen, haben Plakate in der Stadt aufgehangen, wir haben mit Leuten geredet, die wir getroffen haben, haben die eingeladen zum Pop-Up, weil wir natürlich nicht wussten, wer uns hier in Hamburg kennt und ob überhaupt jemand am Ende bei uns im Pop-Up stehen wird und dann am Ende auch Klamotten kaufen, dass es sich überhaupt für uns lohnt. Weil am Ende des Tages ist ja schön und gut, wenn man Pop-Ups macht, aber wenn keiner kommt oder keiner was kauft, macht das Ganze keinen Sinn. Und dann hättest du es dir das auch sparen können, dann wär's eigentlich, hättest du auch einfach privat hingehen können, auf entspannt. Deswegen, wir hatten auf jeden Fall eine extreme Unsicherheit, wussten nicht, was uns erwartet, haben alles gegeben, um Leute zu unserem Pop-Up zu bringen. Und ja, deswegen lagen die Nerven auf jeden Fall am ersten Tag blank. Wir haben die ersten Artists kennengelernt, Juliette mit Tooth Gems, Nico, unser Tätowierer, kam dann auch reingesteppt. Pünktlich wieder Maurer, hat mir dann noch geholfen, ein, zwei Sachen im Store aufzuhängen. Dann war es eigentlich schon soweit, die erste Eröffnung von dem Pop-Up. Wir haben am Anfang noch angestoßen. Ich hab gebetet, dass unsere Promo gereicht hat, dass ein paar Leute vor der Tür stehen. Und dann war es soweit, wir haben die Türen geöffnet. Zum Glück waren einige Hamburger da. Wir hatten eine relativ große Schlange am Anfang. Die Hamburger hatten Bock, die waren alle super höflich, wir hatten eine gute Zeit.
Wir haben dann sogar eine Kundin, Ray und ich, wir haben zusammen mit ihr ein Video gedreht, wie wir sie eingekleidet haben, ich gegen sie. Also wir stylen die gleiche Person? Ja. Und wir sie suchen. Entscheidet dann? Ja. Wenn sie Bock hat, lass mal fragen. Wir haben uns überlegt, wir machen heute so einen Who is the better stylist situation, ja? Okay, ja. Und wir haben uns gedacht, wenn du Zeit hast, ja, dann suche ich ein Outfit für dich raus, er sucht ein Outfit für dich raus und dann... You're gonna decide which outfit is better. Ja, okay. Ich glaube, sie hat am Ende beide Fits gefeiert, hat sich aber für Ray entschieden, deswegen Props an dich, Ray. Hast du gut gemacht. Dann kam es am zweiten Tag eigentlich schon zu dem nächsten Problem, was wir bewältigen mussten. Und zwar ging uns die Ware aus. Wir haben nicht damit gerechnet, dass Hamburg so viel kauft und haben aber auch gar nicht so viel Ware dabei gehabt. Deshalb, ja, die neue Herausforderung irgendwie bewältigen mussten. Und dann haben wir als Gruppe gebrainstormt und waren so, okay, was können wir machen, dass wir den Leuten in Hamburg, die jetzt noch kommen, denen ja, das gleiche Shopping-Erlebnis zu bieten und eben auch eine geile Auswahl an Klamotten. Dann haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir einfach auf die Flohmärkte, die anstanden, beziehungsweise auf dem Flohmarkt, der zu der Zeit an dem Tag in Hamburg stattgefunden hat, ich glaube irgendwann im Bunker, Schanzenflohmarkt oder so hieß der, noch ein paar Sachen rein zu grinden, oder? Ich glaube, wir werden heute fündig. Wir sind drei Flohmarkt-Hunter, das kann nur gut laufen. Hier seht ihr schon, Leute, hier ist der Start, glaube ich. Wie viele Pieces finden wir? 30. 30? Ich sag... 12. Ja, ich sag 12. Ich sag 12. Nein, nein, das war... Nee, ich hab jetzt schon 12 gesagt. Du hast 30. Ich hab jetzt schon 12, ich hab nicht 12. Gesagt, es ist eingeloggt. Wir waren eine geile Gruppe an Menschen. Ray ist eine gute Verhandlungsperson. Ich bin ein guter Verhandlungsmensch und Leonie findet auch immer sehr geile Sachen, die die Leute auf den ersten Blick vielleicht übersehen. Wir haben auch direkt ein paar Sachen gefunden. Wir haben ein T-Shirt gefunden, wir haben einen Rock gefunden, wir haben Schmuck gefunden. An dem Stand war es mega lustig, da war ein jüngerer Verkäufer, der hat mit uns das gleiche gemacht wie wir mit unseren Kunden. Okay, ich gebe dir 12 und wir 12, wenn ich gewinne mit Münze und 15, wenn du gewinnst. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Willst du Head oder Zahl? Kopf. Kopf. Willst du das? Ja. Jetzt habe ich gewonnen. Masal, Bruder. Okay, das heißt, du kriegst jetzt von mir 12, Habibi. Hast du mir eine Tüte? Das ist mein Spiel. Ja, gut. Ray hat uns dann angerufen, weil die haben sich verteilt, sind an einem anderen Stand gelandet und haben mega, mega die geilen Gürtel gefunden. Dann haben wir diese für unsere Y2K Girlies and Guys. Again another color. Und das für die Leute, die checken. Aber kommt krass. Ja, das ist hart. Da war aber die Schwierigkeit, dass der Verkäufer überhaupt nicht mit sich reden lassen wollte. Er hat gesagt, für alle zusammen 80. Das sind 7 Gürtel. Ich habe gesagt, für alle 70. Er hat gesagt, nein. Und da war es dann. Dann ging es in die knallharten Verhandlungen. Und er wollte nicht mit sich reden lassen. Und wir mussten fast schon wirklich dreist werden, dass wir einen Preis erreichen können, dass wir diese Gürtel überhaupt kaufen können, um sie bei unserem Pop-Up ausstellen zu können. Schatz, ich weiß, aber wir haben nicht mehr Geld, verstehst du? Ja, ich weiß. Wir sind Studenten, auf den. 75 machen, weil Chefin hat gesagt, sonst nein. Aber wenn du sagst, ohne das, dann habe ich nur 60 für dich. Verstehst du? Komm, mit dem habe ich 75, ohne den habe ich 60. Ohne die 70. Können wir nicht machen. Ich kann noch 80. Komm, 5 Euro, Schatz. Nein, okay. Ich habe 400 gemacht, wirklich. Komm. Also komm, wir sind die Plätze, nein? Weil wir sonst machen wir nicht. Sonst machen wir nicht. Was? Da musst du jetzt Danke sagen. Danke dir von Herzen. Umarmung. Das war so ein toughes Geschäft. Ich war exhausted von Beginning, Digga. Danke dir, Schatz. Danke, Masal. Schönen Tag. Wir haben die Sachen eingepackt, sind dann wieder zurück zum Pop-Up, haben eine neue Runde aufgemacht, haben die Sachen ausgestellt und sind dann abends noch mit einem Kumpel, der hier aus Hamburg kommt, Fredstar, großer Shoutout an den Kollege an der Stelle, ist ein guter Kumpel von mir schon seit langem. Der macht übrigens Comedy seit, ich glaube, einem halben Jahr, ja. Und der hat uns dann eingeladen, zu seinem Gig am Abend zu kommen, wo wir dann noch hingegangen sind. Nee, will ich nicht. Ich glaube, ich will auch nicht mit Deutschland in Krieg. Für die Brüder bin ich nicht. Danke, liebe Tschüss. Das war meine Zeit. Schönen Abend.
ist noch was trinken gegangen. Er hat uns ein bisschen rumgeführt, hat uns die Repobahn gezeigt, hat uns die Schanze an sich gezeigt. Dann standen wir noch an einem Kiosk, haben viel getrunken, hatten eine mega geile Zeit. Ja, haben den Abend ausklingen lassen. Jetzt sitze ich hier in der Unterkunft. Heute ist der letzte Tag von dem Pop-Up. Heute wird noch eine Person kommen, die einen Stone Island Sweater gewinnt. Lukas, glaube ich, heißt der. Der hat unser Gewinnspiel auf TikTok gewonnen. Und dann war es das. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich diesen Pop-Up aktuell empfinde, weil es noch alles so frisch ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für jeden, der kam. Ich glaube, die Arbeit, die wir reingesteckt haben, wurde gewertschätzt, wurde appreciated und die Leute, die da waren, haben es einfach an sich generell genossen. Wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen. Wir haben uns sehr gefreut über alle Leute, mit denen wir connected haben, ob es der DJ war, ob es unsere Artists waren, ob es unsere Kunden waren, ob es Leute von außerhalb waren. Und wir freuen uns auf unseren nächsten Pop-Up nächste Woche, 6. und 7. in Berlin. Ich würde mich mega freuen, euch da zu sehen. Wir droppen unser neues Merch-Shirt da. Mehr Infos dazu findet ihr auf unseren anderen Social-Media-Kanälen, deswegen folgt uns da, folgt uns hier, schreibt in die Kommentare, falls ihr auf dem Pop-Up wart, wie ihr es fandet oder auch, wenn ihr nicht dort wart, wie ihr das ganze Video, den Pop-Up jetzt durch das Video wahrgenommen habt und ob ihr Bock hättet, bei einem unserer nächsten Pop-Ups dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Liebe und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.